Die Macanudo Maduro Diplomat hat ein interessantes Perfecto-Format und verspricht daher einen komplexen Rauchverlauf. Ob sie das halten kann, kläre ich in diesem Video und außerdem gibt es noch einen kleinen Überblick über die gesamte Macanudo Maduro Serie. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Zigarrenbalkon. Und heute geht es um die Macanudo Maduro Diplomat. Das ist eine Zigarre aus der Dominikanischen Republik mit einem Connecticut Broadleaf Deckblatt aus den USA. Als Umblatt haben wir ein San Andres aus Mexiko. Die Einlage ist ein Mix aus Piloto Cubano aus der Dominikanischen Republik und einer weiteren nicht spezifizierten Sorte aus Mexiko. Vom Format her ist sie eine Perfecto, das heißt der Durchmesser oder das Ringmaß ist über die Länge der Zigarre veränderlich. Sie hat eine Länge von 114,3 mm, einen Durchmesser an der dicksten Stelle von 10,66 mm, das entspricht einem Ringmaß von 60. Die Rauchdauer liegt bei ca. 50 Minuten und natürlich ist sie eine vollständig von Hand gefertigte Longfiller-Zigarre. Verkaufsformate sind nur diese schönen 10er-Kisten hier. Ja, die Macanudo hier, das ist eine der Zigarren, die ich schon ganz am Anfang als Zigarrenraucher für mich entdeckt habe. Und die Serie ist bis heute noch eine meiner Lieblinge. Wenn wir uns mal die Zigarre angucken, dann sehen wir hier ein schönes Maduro- bis sogar Oscuro-farbenes Deckblatt, also fast schwarz. Es ist ganz fein gemasert, man sieht kaum Blattadern, es sind keine Beschädigungen oder irgendwelche sonstigen Verfärbungen sichtbar. Vom Kaltgeruch her. Süßlich, würzig, würde ich sagen. Mit ein klein wenig Leder im Hintergrund. Sehr interessant. Dann wollen wir sie doch mal anschneiden. Mal den Zugwiderstand testen. Einwandfrei, gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Vom Kaltzug her. Die ist cremig, schmeckt ein wenig nach Holz. Und hier wie bei Maduro zu erwarten mit einer leichten Süße auf den Lippen. Dann wollen wir die Zigarre nochmal anzünden. Sehr cremig und sehr, sehr weich. Ein süßlicher Geschmack, ein bisschen wie Sahne. Und im Nachgeschmack deutlich nussig. Sehr interessant. Wenn wir uns mal die anderen Zigarren aus der Macanudo Maduro Serie angucken, dann fällt mir auf, dass die Namen in dieser Serie meiner Meinung nach alle thematisch an London und den Londoner Adel angelehnt sind. Herstellerangaben gibt es dazu leider nicht. Insofern ist die Namensanalyse auf meinem eigenen Mist gewachsen. Und wir haben hier als erstes die Escots. Das ist die einzige maschinengefertigte Shotfiller-Zigarre in der Serie. Escot, das ist ein kleiner Ort bei London und auch die Bezeichnung für ein Kleidungsstück. Auf Deutsch wird das Plastron genannt und das ist eine breite Krawatte oder auch ein Krawattenschal. Der Name Escot stammt vom britischen Pferderennen Royal Ascot Race ab und das findet natürlich auch in Escot statt. Als zweites haben wir dann hier die Crystal. Die ist wahrscheinlich benannt nach einem bekannten Glasgebäude in London, genannt The Crystal, mit einer Dauerausstellung zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Wie gesagt, ich habe mir da selber zusammengereimt und nicht irgendwo nachgelesen. Muss also nicht unbedingt stimmen, aber ich finde, der Glastubo, der passt da auffallend gut zu diesem Glasgebäude mit dem gleichen Namen. Dann haben wir hier die Diplomat, das ist ja die, die ich rauche. Die ist dann vermutlich nach dem Diplomat Hotel in London benannt. Als viertes haben wir dann hier die Gigante. Das ist tatsächlich der einzige Name, bei dem ich keine Verbindung zu London herstellen konnte.
Wenn irgendjemand dazu was weiß oder jemandem was Gutes dazu einfällt, dann bitte gerne unten in die Kommentare hereinschreiben. Ja, die vorletzte hier, das ist dann die Hyde Park. Das ist klar, das ist ein Stadtpark in London. Und dann haben wir hier als letztes die Lords. Das ist wahrscheinlich eine Anlehnung an den Adel in London im Allgemeinen oder vielleicht auch an das House of Lords, das Oberhaus des britischen Parlaments. Wenn man sich die eingestellten Formate ansieht, dann gibt es da noch mehr Bezug zu London. Die Hampton Court zum Beispiel, das ist ja auch ein Ort in London. Dann hätten wir noch die Baron de Rothschild, das ist ein klassischer britischer Adelstitel. Oder die Prince Philip, das ist ja der Mann der Queen Elizabeth. Also die Richtung der Namensgebung ist eigentlich klar, wie ich finde. Ich rauche mich jetzt erstmal ins erste Drittel vor und dann geht es auch gleich ein wenig um die Geschichte der Macan do Maduro. Bis gleich. Jetzt nach dem ersten Drittel haben wir deutliche Lederaromen im Vordergrund. Die Zigarre ist aber immer noch sehr cremig, extrem weich, sehr locker und im Hintergrund sind jetzt so florale Nuancen wahrzunehmen. Wo die Macan do ursprünglich herkommt, ist je nach Quelle ein wenig verschieden. Einige sagen, es war zuerst eine Marke, die auf Guatemala hergestellt wurde. Und die General Cigar Company hat den Markennamen dann aufgekauft und dann darunter eine völlig eigene Zigarre herausgebracht. Auf der Seite der General Cigar Company selbst steht, dass es ursprünglich eine jamaikanische Marke war. Und 1969 ist sie dann mit dem Aufkauf der Temple Hall Fabrik, in der die Marke hergestellt wurde, in deren Eigentum übergegangen. So oder so wurde die Zigarre einem Redesign unterzogen, an dem vor allem zwei Personen beteiligt waren. Der eine ist Alfons Meyer, ein Holländer und Mitarbeiter der General Cigar Company, der unter anderem auch in Kuba sein Zigarrenhandwerk erlernt hat. Und der andere ist ein Kubaner selbst, Ramon Cifuentes, der nach der Revolution aus Kuba geflohen ist und dann einen Job bei der General Cigar Company angenommen hat. Alfons Meyer war dabei dann wohl für den Blend zuständig und Ramon Cifuentes für die Produktionsmethoden wie Tabakanbau und Rollung. Die Quellen sind da auch wieder ein bisschen widersprüchlich, wer hier den größeren Anteil hatte. Die Erschaffung des Blends wird zum Beispiel auch häufig nur Ramon Cifuentes zugesprochen. Mittlerweile wurde die Produktion schon vor über 20 Jahren in die Dominikanische Republik verlegt und der ursprüngliche Blend wurde leicht angepasst, sodass die Süße des Blackblatts mehr Raum zur Entfaltung hat. Die General Cigar Company hat dann einen ungewöhnlichen Marketingansatz gewählt und hat die Zigarren vor allem an Top-Restaurants in den USA verkauft und hat sie gleichzeitig in den Printmedien als die ultimative Zigarre beworben. Und das hat auch ganz gut geklappt, denn die Marke Macan do ist bis heute noch eine der meistverkauftesten Zigarren in den USA. Und ziemlich bekannt ist auch der Club Macan do in New York. Das ist eine Zigarrenlounge, die auch von der General Cigar Company gegründet wurde. Wir sehen uns gleich im zweiten Drittel mit dem Preisvergleich. Bis gleich. Jetzt im zweiten Drittel haben wir Leder pur. Das ist der überwiegende Geschmack aktuell. Wir haben leichte Kaffeetöne im Hintergrund. Die Cremigkeit ist auch noch ein bisschen vorhanden und wir haben zarte Anklänge von dunkler Schokolade. So, zum Preis. Wir liegen hier bei 8,40 Euro und über ein Volumen von ca. 35 Kubikzentimeter. Das ist hier nicht ganz einfach zum Ausrechnen, weil sich der Durchmesser ja ändert. Deswegen ist das eher so ein Schätzwert hier. Und damit kommen wir dann auf einen Basispreis von 24 Cent. Wenn wir das mal innerhalb der Marke vergleichen, dann haben wir hier mit der Escorts die günstigste Variante mit 17 Cent. Und die teuerste Variante ist die Crystal hier in dem Glastubo für 27 Cent. Da zahlt man halt einen ordentlichen Aufpreis nur für diesen Tubo hier. Mit der Diplomat hier liegt man also ein wenig oberhalb vom Durchschnittspreis oder je nachdem, wie ich mich halt mit dem Volumen verschätzt habe. Wenn wir das mit anderen Maduro-Zigarren vergleichen, ist mir hier vor allen Dingen die Flor de Copain in den Sinn gekommen. Das ist sozusagen das Pendant aus Nicaragua. Da hätten wir die teuerste Variante, die Lumitas mit 28 Cent und die günstigste Variante mit der Churchill von 12 Cent. Das heißt, die Macan do Maduro-Serie ist nicht die günstigste Macan do Maduro-Serie am Markt,
aber der Aufpreis ist ja nicht wirklich hoch und im Vergleich mit Kuba ist sie sowieso deutlich günstiger. Wir sehen uns gleich im letzten Drittel mit dem Fazit und werfen vorher dann auch noch einen kurzen Blick auf die Bewertungen bei Cigar Aficionado. Bis gleich. Jetzt im letzten Drittel haben wir deutlich Gewürze im Vordergrund. Die Zigarre ist aber zugleich immer noch sehr, sehr cremig und der Rauch ist wunderbar weich, trotz der Hitze, die jetzt hier am Ende etwas zunimmt. Wir haben im Hintergrund holzige Röstaromen und ganz leichte Noten von Marzipan. Der Abrand hier ist absolut top, schnurgerade. Wir haben diesen schönen kleinen Kegel oben in der Mitte. Ich musste nach dem ersten Drittel ein ganz klein wenig mit dem Feuerzeug nochmal nachkorrigieren, aber seitdem brennt sie absolut problemlos ab. Und was ich hier bei dieser Zigarre wirklich sehr schön finde, ist dieser Kontrast zwischen der fast weißen Asche hier und dem fast schwarzen Deckblatt hier. Das finde ich immer wieder faszinierend. Wenn wir uns nochmal kurz ansehen, wie die Bewertungen bei Cigar Aficionado aussehen, dann finden wir dort drei Bewertungen aus 99, 2001 und 2004 mit 87, 88 und 90 Punkten, wobei 90 der aktuellste Wert ist. Das heißt, vom Rating her ist es eine exzellente Zigarre, was ich wirklich nur bestätigen kann. Von der Stärke her sind wir hier bei wenig bis mittel, würde ich sagen. Es ist eine wirklich sanftig weiche Zigarre, sehr für Anfänger geeignet, aber auch feinwürzig und komplex, also auch durchaus für den erfahrenen Raucher zu empfehlen. Eine ganz klare Kaufempfehlung von mir. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne liken und abonnieren, da freue ich mich immer drüber. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.